Scheiße. Ich habe meine Bahn verpasst, weil meine andere S-Bahn zu spät gekommen ist. Und ich wollte mir nur ganz schnell ein Croissant holen. Und ja, hatte dann noch 4-5 Minuten Zeit, bin auch angekommen, stand vor der Bahn. Die Bahn hat die Tür nicht aufgemacht. Jetzt dachte ich mir, setze ich mich auf in Starbucks und mache da jetzt erstmal Uni, bis ich dann die Bahn kriege. Hallo, ich bin endlich gut angekommen, Leute. Es hat übelst lange gedauert, da ich eine Bahn verpasst habe und danach noch eine. Nicht verpasst. Ich hätte sie fast verpasst, Leute. Und das war so schlimm. Das wäre so schlimm gewesen. Bin jetzt erstmal spazieren und dann genieße ich jetzt erstmal die schöne Sonne. Übrigens, voll krass. Ich wohne jetzt seit einem Jahr nicht mehr hier und hier sind schon so viele Häuser. Also da hinten noch mehr. Und hier einfach so krass viele. Was eigentlich so passiert, wenn man dann fast ein Jahr nicht mehr in der Heimat wohnt. Wie viel auf einmal neu ist. Das finde ich richtig krass. Ja, und jetzt dachte ich, nehme ich euch kurz mit. Da ich ja jetzt gerade spazieren gehe. Und später treffe ich mich vielleicht noch mit einer Freundin und mit meinem Vater. Es ist so ungewohnt, wieder hier zu sein, oh mein Gott. Aber ja, ich gehe jetzt einfach mal so meinen Spaziergang hier entlang, den ich früher immer gemacht habe, um ein bisschen meinen Kopf frei zu bekommen, einfach mal so Zeit für mich zu nehmen. Und bin richtig froh, dass ich das jetzt einfach nochmal mache. Ja. Ich weiß ja nicht, die Leute, die aus Braunschweig kommen, wissen bestimmt, was ich meine. Also hier ist halt irgendwie doch ein bisschen mehr Natur als oben im Norden. Da ist ja natürlich mehr Wasser. Und ich mag beides sehr. Und ich glaube, jeder von uns kennt das auch, dass er so einen Rückzugsort hat, wo man dann gerne mal hingeht. Und das habe ich halt hier so krass in ein paar Orten, wo ich dann immer spazieren gegangen bin. Und das tat echt gut. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber könnt ihr mir ja gerne mal erzählen, ob das bei euch auch so ist. Also eigentlich könnte ich noch weiterlaufen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also hier geht es Richtung Harz und wenn ich da hochgehe, da ist eigentlich der Platz da ganz oben. Also ich finde immer auf den Kameras sieht das nicht so krass aus, aber es sieht so cool aus. Wie das so aussieht, als wäre das so ein Gang extra dahin. Das ist meine... Ach, keine Ahnung. Das sieht so schön aus. Also ich dachte, komm, scheiß drauf. Ich gehe jetzt nach oben
und zeige euch die Aussicht jetzt von da oben und dann gehe ich den Weg wieder zurück. Bin jetzt ein bisschen gelaufen, Fun Fact, diesen Weg hier und dann da hinten lang, bin ich früher immer gejoggt. Seitdem ich hier nicht mehr wohne, jogge ich auch irgendwie gar nicht mehr. Aber ich habe das früher voll, voll gerne gemacht, weil das kein zu anstrengender Weg war und ja. So Leute, ich laufe jetzt nicht noch weiter. Da ganz hinten ist so ein Sitz, eine Sitzbank. Und hier sieht man das eigentlich ganz schön, den Harz. Ich habe erst überlegt, ob ich da hinfahren soll. Aber ich kann mir das nicht leisten, 5 Stunden zu fahren. Na, look at this! Cutie! Es ist so schön heute. Und diesen kompletten Weg muss ich jetzt nochmal runterlaufen. Und dann komplett da wieder zurück. Also ich muss sagen, ich habe es einfach so spontan gemacht. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber in den Harz zu fahren, für 5 Stunden hin und dann wieder 5 Stunden zurück, lohnt sich eigentlich fast gar nicht, weil ich dann da gar nichts Großes machen könnte. Aber ich weiß gar nicht, findet ihr, das lohnt sich, ein 9-Euro-Ticket zu holen, auch wenn es jetzt nur bis August geht? Oder würdet ihr sagen, so, ja, nee, voll unnötig, würde ich gar nicht nutzen? Ich musste jetzt gerade umsteigen in diesen Zug hier, weil der wieder zurückfährt. Und das Tollste ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich meinen Anschlusszug bekommen werde oder nicht. Und das ist ja heute schon mal passiert und ich habe keinen Bock mehr. Ich werde jetzt aber weiter lernen, aber trotzdem ist es so ultra nervig. Wenigstens ist dieses hier klimatisiert. Ein stressiger Tag heute. Ich muss euch das morgen erzählen, wenn ich meinen Koffer gepackt habe morgen. Es wird heute nichts mehr. Morning in the morning, Leute. I'm back at home. Ich bin wieder zu Hause. Es war wirklich kritisch gestern. Ich habe übelst lange gebraucht, bis ich zu Hause war, weil meine eine Bahn eine Stunde Verspätung hatte. Ja, dementsprechend war es halt nicht so geil für mich, weil ich mir halt so dachte, ja, wie komme ich jetzt von Uelzen weg? Also ich weiß ja nicht, ob einer von euch den Uelzen Bahnhof kennt, aber es ist ein schöner Bahnhof. Aber es ist echt kritisch gewesen, weil gefühlt 2, 3 Züge ausgefallen sind, der ICE ist ausgefallen und mir ist sowas vorher noch nie passiert, Leute. Also dass irgendwas ausfällt oder so. Ich glaube, wenn dann mal so eine kleine Verspätung, aber auch nichts Dramatisches. Deswegen bin ich so überrascht, dass das gestern das erste Mal bei mir passiert ist. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich den Boden wischen. Deswegen bin ich hier gerade so active. Und danach muss ich mich fertig machen. Ich werde euch später zeigen, was ich jetzt genau alles einpacke. Ich muss gerade noch überlegen, was ich jetzt hier einpacke. So, die Situation ist diese. Good morning. Ich habe mir so ein geiles, Avocado-Toast gemacht. Sieht so lecker aus, Leute. Looking like a snack. So. Hola. Wir packen jetzt meinen Koffer. Ich sehe super schön aus. Auf jeden Fall seht ihr hier schon ein little sneak peek. Ich musste jetzt gerade noch mal gucken, was ich jetzt aussortiere, was ich mitnehme und. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, wie schwer mein Koffer am Ende sein wird, weil ich habe keine Waage hier. Beziehungsweise ich habe eine Waage, aber die Batterie ist leer. Very good. Fangen wir erstmal an. Ich bin mir die ganze Zeit so unsicher gewesen, was ich einpacke. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ich habe erstmal so einen süßen Rock. Der ist von Bershka, oder? Ja. Einmal so einen richtig niedlichen Rock. Packe ich einmal eine Hotpan ein, also ne, so eine Jeans. Nichts Besonderes.
Die ist von Zara. Einmal so eine kurze Hose mitnehmen. Die ist ja nicht so wirklich schwer. Das ist einmal so eine. Da ich mir so denke, wenn es mal heiß ist oder wenn wir in den Strand gehen, dass es dann irgendwie nicht zu viel auf einmal für mich ist. Und jetzt weiß ich natürlich nicht. Also ich habe jetzt schon mal 3 Hosen. In dem Sinne, ich kann mich halt nicht entscheiden, ob ich halt so einen Hosenrock nehme oder den Rock. Der sieht auch voll süß aus. Aber der Hosenrock sieht halt auch voll süß aus. Und da kann ich mich jetzt halt gerade nicht entscheiden, Leute. Plan, was ich da einpacke. Dann packe ich einmal dieses Kleid hier ein. Dann einmal das Kleid. Das wird eh zerknittert sein, leider, weil ich das ja so einpacke und ich kann es ja dann nicht irgendwie glätten oder so. Dann packe ich einmal das Kleid hier ein. Das ist wirklich, ihr seht ja den Stoff ungefähr und hinten ist es so überkreuzt und vorne hat das so einen Wasserfalleffekt. Ist das, was ich meine? Ich glaube schon. Wenn man auch mal abends essen geht, hat man auch ein schönes Kleidchen. Und dann ist es einfach noch so ein Kleid, was hinten rückenfrei ist. Das ist auch von Bershka. Und die anderen 2 Kleider waren von Zara. 3 Kleider und vielleicht ein Abendkleid. So, 1, 2, 3. Das sind jetzt 6 Outfits. Also eigentlich reicht es so an sich. Aber ich glaube, ich werde trotzdem noch einen Rock reinpacken. Und jetzt kommen wir zu den Oberteilen. Ich muss ja auch noch irgendwas oben anziehen, wenn ich die Hosen anziehe. Da habe ich jetzt überlegt, halt einmal dieses weiße Oberteil zu nehmen. Dann dieses schwarze. Und das hier einmal, weil das ganz süß aussieht. Und einmal das hier. Also ist eigentlich gar nicht super viel für 8 Tage. Finde ich persönlich, geht eigentlich noch voll. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde, man schwitzt ja auch sehr dolle und da will man vielleicht auch mal direkt was anderes anziehen. Und wenn du dann dauerhaft nur das gleiche Outfit anhast und du kannst ja deine Sachen auch nicht waschen, obwohl bestimmt kann man die auch irgendwie in dem Hotel waschen, aber weiß ich nicht. Ich glaube, ich ziehe den Rock an, weil der einfach so schön knallig ist. Da habe ich auch nochmal einen Rock als Alternative, nicht? Und dann habe ich einmal so ein süßes Oberteil mit so einer süßen Hose zum Schlafen. Und so eine Hose nochmal, wenn wir irgendwie an den Strand gehen, beziehungsweise wenn wir irgendwie frühstücken gehen oder so, dann habe ich direkt so eine gemütliche Jogger. Und das war es eigentlich auch. So mehr habe ich nicht. Ich glaube, das reicht auch für 8 Tage. Ich habe halt noch ein Airport-Outfit. Plus, ich will da ja auch keine Klamotten kaufen, wenn ich da bin, deswegen. Und ich habe einmal ein Handtuch. Ich habe überlegt, mir so ein Strandhandtuch vielleicht da vor Ort noch zu kaufen, weil ich sowas gar nicht besitze. Mein Freund besitzt das, aber ich nicht. Deswegen, ja. Und dann sieht so aus. Sieht doch eigentlich okay aus, oder? Also, ist auf jeden Fall bis oben voll. Weil ist dieser Trolley oder Handgepäckskoffer ist von Carrie, sie Bescheid wisst. Der hat so viele coole Staumöglichkeiten. Das finde ich richtig cool. Auf jeden Fall, wenn ich das jetzt einmal aufmache, mit ein paar OBs drin. Ich hatte die jetzt extra nochmal bestellt, weil ich weiß halt nicht. Wenn man manchmal das Wasser in anderen Ländern trinkt, kann man ja echt leider schnell Durchfall bekommen. Da würden die einen lachen, aber ist ja leider wirklich so. Dann einmal eine Ibu, also 2 Ibus. Für die Sicherheit, wenn man irgendwie Schmerzen hat, dann habe ich da noch Zahnbürsten. Und dann kommt noch eine andere Tablette da rein, die ich jeden Tag nutze. Dann einmal Abschminktücher, Binden, as always. Habe ich hier unten? Habe ich irgendwas? Ne, ich habe hier noch so 2 Tüten für dreckige Wäsche. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die mit reinnehmen darf oder nicht. Ich werde es ja dann sehen. Und ja, dann hier ist mein Kulturbeutel. Der sieht sehr befüllt aus.
Aber ich versuche es jetzt einfach ein bisschen zu klären. Am Ende wird eh vieles weg sein. Beziehungsweise ist mir später eingefallen, dass man ja auch in den Hotels noch solche Duschdinger hat. Aber für 8 Tage, da werden wir schon irgendwie leer kriegen. Also, ich habe einmal Listerin zur Mundspülung, eine kleine Zahnpasta, dann ein Deo. Ne? Dann habe ich hier noch so eine Michael Kors Body Lotion, die habe ich mal geschenkt bekommen. Die nutze ich irgendwie gar nicht, deswegen dachte ich, bevor ich die gar nicht nutze, dann nehme ich sie mit in den Urlaub. Dann habe ich hier einmal Baptiste, so ein Trockenshampoo. Wenn es dann doch mal, also wenn man doch mal keinen Bock hat, seine Haare so oft zu waschen, dann einmal das Dove Duschbart-Ding, ihr wisst, was ich meine, und ein Shampoo. Genau, und dann habe ich hier oben noch ein Desinfektionsmittel und ganz viele, wie heißt das, Kontaktlinsen, weil ich möchte im Urlaub eigentlich so gut wie es geht auf die Brille verzichten. Auch durch die Hitze und so habe ich halt gar keinen Bock, dann irgendwie so viel die Brille tragen zu müssen, sagen wir es mal so. Ich muss mal gucken. Und dann sind gerade mir sogar Schuhe rausgefallen. Dreht man das um, das ist so geil. Und dann sieht man den Rest von der Tasche, also von dem Rucksack. Dann sieht man den Rest von dem Koffer. So, einmal habe ich hier solche Schlappen. Die habe ich 2016 gekauft bei Deichmann. Die sind richtig, richtig alt. Dann habe ich einmal hier diese Zara-Schuhe und die anderen Zara-Schuhe. Ich dachte, ich nehme 2 Paar schicke Schuhe noch mit, wenn man doch irgendwie noch mal essen gehen will oder so. Das sind aber so eher die also alltagstauglichen Schuhe. Und wenn wir in den Flughafen gehen, ziehe ich eh noch Schlappen an. Also von daher, das war's dann auch. Mehr muss ich auch nicht mitnehmen. Dann habe ich noch so eine kleine Tasche, die ich mitnehmen will. Dann einmal eine Sonnenbrille. Wait. Yes. Die wird schon reichen. Und dann habe ich halt einmal so einen gemütlichen BH, wenn noch mal was sein sollte. Der ist von Hollister. Dann zweimal so Klebe-BHs, die man so gut zuziehen kann. Mehr an BHs habe ich auch nicht, weil ich eigentlich so gut wie es geht braless, also ohne BH rumlaufen will. Aber bei manchen Kleidern sieht das schöner aus so. Dann habe ich halt einmal hier ein Bikini, noch ein Bikini, noch einen und noch einen. Also ich habe 4 Bikinis. Ich glaube, das wird reichen. Ja. Dann habe ich eigentlich 4 Bikinis mit. Ich habe auch nicht mehr als 4. Ich glaube, ich habe noch einen orangenen zu Hause. Und die hier habe ich ja beide neu, sonst hätte ich eh nur 2 gehabt. Nur das Ding ist halt, ich dachte, da habe ich ein bisschen mehr Auswahl. Dann habe ich hier halt noch Unterhosen. Und ja, Socken habe ich jetzt nicht, weil ich eigentlich so gut es geht halt nur mit Schlappen rumlaufen werde. Also brauche ich eigentlich auch gar keine Socken. Ganz okay. Ich werde da wahrscheinlich ein paar Souvenirs kaufen, aber sonst will ich eigentlich auch nicht großes einkaufen. Dann werde ich das Buch einfach mal mitnehmen in den Flieger und das hier. Ich wollte gern Japanisch weiter lernen und das Buch wollte ich noch zu Ende lesen. All White. War jetzt eigentlich voll dumm. Und eine Cappy habe ich. Ich habe sonst einfach nichts für den Kopf und ich glaube, wenn es warm wird, dann ist eine Cappy eigentlich am schlausten. Ich weiß, im Flugzeug kann es manchmal kälter werden, deswegen. Und ich zeige euch mal, wie der Trolley sonst aussieht. Das ist von meinem Freund, der. Wir haben den gleichen. Der sieht halt von außen so aus. Also richtig, richtig nice. Oh, eine Frage habe ich halt aber noch. Ihr seid bestimmt schon öfter mit Handgepäck gereist und ich halt nicht. Ich bin immer, wenn dann nur mit dem Koffer gereist und da ist es eigentlich scheißegal, was man drin hat. Auf jeden Fall habe ich diese Bag. Die möchte ich nehmen, möchte ich mir überklappen und einfach nur die mitnehmen. So. Ich habe hier auch alles drin. Also ich habe hier halt einen Stift für dieses japanische Buch. Habe dann hier nochmal so ein paar Feuchttücher mit. Binden, OBs und Taschentuch. Also mehr habe ich jetzt hier nicht drin. Und dann kommt später halt noch mein Portemonnaie rein. Mein Problem ist es jetzt aber. Die Sachen hier, also die 2 Bücher,
Kann ich die einfach so mit der Hand mitnehmen oder muss ich die irgendwo reinpacken? Weil ich würde die sonst halt so tragen. Oder soll ich sie in meinen Koffer packen? Das ist die Frage aller Fragen. Hier drinne. So, die Papiere kann ich ja auch dann so einpacken und umklappen. Und sonst, alles läuft ja auch schon übers Handy und mein Ladekabel und so. Das packe ich dann hier rein. Die anderen Sachen packe ich da rein. Ich habe halt nicht mehr so viel. Also mir fehlt halt nur noch Concealer und eine Mascara, damit ich mich ein bisschen schminken kann und ein bisschen Contour-Stick. Ich will mich nicht zu sehr schminken dort. Und ja, sonst, das muss ich dann auch irgendwie nochmal hier reinquetschen, meine Schminksachen. Und dann, ja, also eigentlich brauche ich halt nur die kleine Bag, weil ich brauche halt nicht super viel in den Flieger reinnehmen vor mir, außer vielleicht meine Kopfhörer, mein Handy und ein Ladekabel, wenn was sein sollte. Ja, das Buch könnte ich eigentlich theoretisch auch so rausnehmen, aber ich weiß auch nicht. Könnt ihr mir ja gerne mal sagen, ob ihr da mehr wisst als ich, weil ich war jetzt schon übelst lange nicht mehr im Flughafen. Ja, das war auf jeden Fall mein Koffer. Ich weiß, oder beziehungsweise ich hoffe, es ist nicht zu viel. Ich weiß ja nicht, wie andere Leute packen, wenn sie ihren Koffer packen. Aber für 8 Tage fand ich es eigentlich komplett okay. Und ich habe halt 2 Sachen sozusagen als Outfit drinne zum Wechseln, wenn ich zu dolle schwitzen sollte oder wenn irgendwie was anderes sein sollte, dass ich es wenigstens noch tauschen kann. Ja, keine Ahnung. Ihr könnt mir gerne mal sagen, ob ich zu viel eingepackt habe oder nicht. Wenn ich da was finde, werde ich es wahrscheinlich eh kaufen. Aber ich versuche halt, so gut es geht, nicht irgendwie wirklich was zu kaufen. Wenn ich jetzt ein super tolles Teil finde, dann würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Aber ich möchte halt eigentlich schon, so gut es geht, darauf verzichten, weil ich halt schon genug mitgenommen, also genug mitnehmen werde. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag und Abend. Bis zum nächsten Video. Und tschüssi!